ihr Lieben. Heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und beide sind Jugend-High-Fantasy-Bücher und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Vielleicht möchte ich einmal sagen, dass ich beide Bücher, die ich in diesem Video zeige, netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich riesig über die Bücher gefreut. Und ja, beginnen wir mit dem ersten. Und zwar ist das Die schwarze Zauberin von Lori Forrest. Ich glaube, das ist der erste Teil einer Trilogie. Ich kann mich natürlich jetzt auch irren und es könnte eine Tetralogie werden. Aber ich glaube, es ist eine Trilogie. Und als erstes möchte ich euch wie immer erzählen, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In Die schwarze Zauberin geht es um Elorin und Elorin gehört zu dem Volk der Gardnier. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und bei Elorins Volk ist es so, dass es Gardnier gibt mit bestimmten Fähigkeiten, die Magie wirken können. Und die Großmutter von Elorin war die größte Magierin des gesamten Volkes und nur ihrer Großmutter hat es zu verdanken, dass ihr Volk quasi das herrschende Volk ist. Und ja, ihre Großmutter ist während des letzten Krieges aber verstorben. Und Elorin ist ein Mädchen, was keinerlei Magie in sich trägt, aber dafür exakt genauso aussieht wie ihre Großmutter. Und Elorin ist in einem ganz, ganz kleinen Dorf aufgewachsen und hat von ihrer Welt bisher nicht viel gesehen. Und ihr größter Wunsch ist es, an die Universität zu gehen und das Apothekerwesen zu studieren, wie es auch ihre Mutter getan hat. Denn Elorin kann sehr, sehr gut mit Kräutern und allem umgehen und möchte deswegen gern an die Universität. Doch ihr Onkel hat es ihr bisher immer verboten, bis eines Tages ihre Tante aufkreuzt und einen Plan für Elorin hat. Und dieser Plan gefällt ihrem Onkel so gar nicht und schickt Elorin dann nun doch an die Universität. Und aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes hat es Elorin an der Universität nicht sehr, sehr leicht. Denn diese Universität beherbergt nicht nur ihr eigenes Volk, sondern auch die Kelten, die Elben, die Lykaner und noch ganz, ganz viele andere Wesen. Und die sind natürlich nicht gerade die besten Freunde der herrschenden Rasse der Gardnier. Und dadurch, dass Elorin nun mal aussieht wie ihre Großmutter, birgt das auch einige Gefahren für sie. Und was Elorin alles an dieser Universität passiert und wie sie ihr Studium bewältigt, das ist es quasi, worum es im ersten Teil zu Die schwarze Zauberin geht. Ich kann zur Handlung nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen gut gefallen hat, sie aber sehr, sehr ruhig war. Also man muss sagen, dass dieses Buch ein Buch ist, was sehr, sehr langsam erzählt wird, was wirklich in einem sehr zurückgenommenen Tempo erzählt wird. Gerade die ersten 300 Seiten dieses Buches sind sehr ruhig. Also da passiert nicht wirklich irgendwas. Das liegt aber an den Hintergründen, die zu Elorin gehören. Denn Elorin ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen und hat quasi noch nichts von der Welt gesehen und hat natürlich dadurch auch eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Dinge und auf die Welt. Und Elorin muss dann erstmal quasi diese ganze Welt kennenlernen und muss das alles erstmal begreifen. Und dadurch finde ich das okay, dass die Autorin diese Geschichte sehr, sehr langsam erzählt und uns auch sehr, sehr langsam an diese Welt heranführt. Denn dadurch, dass es in dieser Welt so viele verschiedene Wesen und Völker gibt, ist das wirklich sehr viel, was man begreifen muss und was man erstmal verinnerlichen muss. Und was ich sehr, sehr gut finde, ist, hier vorne ist eine Karte drin, die zeige ich euch dann gleich nochmal. Denn ohne diese Karte wäre ich echt am Arsch gewesen, auf gut Deutsch. Denn ich hätte mir das alles nicht vorstellen können, wie das alles so ist in dieser Welt. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich über diese Karte. Aber kommen wir erstmal zurück zur Handlung. Also wie gesagt, die Handlung wird im ersten Teil sehr, sehr langsam erzählt. Und es wird auch nur eine sehr, sehr langsame Spannung aufgebaut. Und ich sage mal so, nach der ersten Hälfte der Geschichte, da muss man einfach durch. Da passiert, wie gesagt, einfach nicht wirklich viel. Aber da muss man einfach durch und nach der ersten Hälfte wird es immer besser. Die Spannung baut sich immer mehr auf. Wir erfahren immer mehr zu den Hintergründen. Man lernt immer mehr Charaktere kennen. Man merkt immer mehr die Dynamik in dieser Welt. Aber das braucht dieses Buch halt, wie gesagt, auch, denn es ist eine sehr umfangreiche Welt. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht eine Welt, in der es einfach nur irgendwelche Magier gibt oder irgendwas, sondern es gibt halt, wie gesagt, diese ganzen vielen verschiedenen Arten und es gibt da eine bestimmte Thematik in dieser Welt aufgrund dieser Kriege, die da geführt ist. Und das, finde ich, hat die Autorin gut gemacht, einen da so langsam daran zu schubsen. Aber es ist halt dadurch sehr, sehr lang gezogen am Anfang. Und es passiert halt nicht wirklich viel und die Autorin hat auch einen sehr detaillierten Schreibstil, wodurch das Ganze am Anfang ein bisschen langweilig wirkt. Aber wie gesagt, nach der ersten Hälfte der Geschichte ändert sich das dann und dann kommt dann auch, wie gesagt, Schwung in die Geschichte und dann passiert dann auch endlich mal was. Und ich muss sagen, die Handlung
baut sich wirklich immer richtig gut auf und ich denke auch, was die Handlung betrifft, dass es im zweiten und im dritten Teil richtig gut werden wird, denn es gibt hier so viel, was man hier erfahren hat, was aber noch nicht mehr angerissen worden ist in der Geschichte, gerade auch wenn es um Lauren als Person geht, erfährt man hier sehr, sehr viel, was sie betrifft, was sie auch selber noch nicht weiß und was sie selber auch noch nicht ergründet hat. Das sind halt Sachen, die in den Folgebänden aufgegriffen und thematisiert werden können, was ich sehr, sehr gut finde, denn dadurch hat man noch vieles offen in der Geschichte. Und ich denke, dass der zweite und dritte Teil definitiv um einiges spannender werden wird. Denn, wie gesagt, was man hier im ersten Teil alles so erfahren hat, das ist schon holy cannoli. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt von der Handlung her, wie es weitergeht. Ich würde sagen, der erste Teil ist so ein Informationsteil. Also man wird wirklich in diese Welt eingeführt, man wird an die Geschichte herangeführt. Man lernt sehr, sehr viel Hintergrundgeschichte kennen zu dieser ganzen Welt. Aber ich finde es gut, denn dadurch kann man diese Welt besser begreifen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist der erste Teil von der Handlung her, gerade die erste Hälfte vom Buch, schon ein bisschen langweilig, aber es steigert sich dann zum Ende hin definitiv und ich denke, dass der zweite und dritte Teil darum einiges besser wird. Denn das Ende vom ersten Teil war wirklich mies. Das ist so ein Ende mitten im Satz. Kennt ihr das, wenn das Ende nicht richtig abgeschlossen ist? Also, das ist so ein Ende und dieser letzte Satz ist so, ah, und du denkst dir nur so, nein, jetzt, wo es richtig krass spannend wird, ist dieses Buch vorbei. Und du denkst dir so, ist das mies. Das ist wirklich so ein Ende mitten im Satz. Und das, ah, das animiert natürlich zum Weiterlesen, was ich auch wieder gut finde. Aber jetzt halt gerade, wo die Geschichte echt aufgebaut ist, wo du alles weißt über diese Völker und diese ganzen Sachen, die in diesem Buch drin vorkommen, dann ist das Buch einfach mal zu Ende, wo du jetzt richtig warm in der Geschichte drin bist und weiterlesen könntest, ist hier einfach mal vorbei. Und es ist so gemein. Aber ich bin schon echt auf den zweiten Teil gespannt, was da noch alles passiert. Was die Charaktere betrifft, kann ich schon sagen, dass ich im Großen und Ganzen die Charaktere eigentlich alle richtig gut fand. Was Lauren betrifft, hatte ich hier und da so meine Schwierigkeiten, denn dadurch, dass sie wirklich am Arsch der Welt auf gut Deutsch aufgewachsen ist, hat sie immer so keine Ahnung von Politik, keine Ahnung von den anderen Völkern, keine Ahnung von diesen ganzen, wie die auch untereinander agieren, diese Völker. Und geht dann natürlich total naiv an das Ganze ran. Und es gibt so bestimmte Situationen im Buch, wo man sich dann denkt, Mensch, Mädchen, du müsstest es doch inzwischen begriffen haben. Und dann haut die wieder so ein Ding raus, wo du dir wirklich den Kopf fasst und denkst, Alter, also so langsam müsstest du es doch eigentlich mal begriffen haben. Ja. Also wie gesagt, die Naivität von Lauren ging mir streckenweise schon sehr auf den Sack. Aber es passt halt andererseits wieder zu ihrem Charakter, ne? Also es passt halt zu ihrem Hintergrund und es gehört halt irgendwie da dazu. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass sie ihre naive Art früher abstreift. Also zum Ende der Geschichte legt sich das Ganze dann auch und dann begreift sie auch die Hintergründe und versteht das auch alles. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass das schon ein bisschen eher im Buch passiert. Denn so ging es mir streckenweise echt einfach nur auf den Zeiger. Aber es gehört halt zu ihrem Charakterzug da dazu. Was will man da sagen? Ansonsten, was die anderen Charaktere betrifft, wie die Brüder von Lauren, die fand ich richtig gut. Ich mochte auch ihren Onkel, ihre Tante, so einen Charakter, den kann man, glaube ich, einfach nicht leiden. Und auch die anderen Nebencharaktere haben mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Freundinnen von Lauren. Ich mochte die Zimmergenossinnen von Lauren. Und ich dachte mir einfach nur so, what the fuck ist hier los? Was geht denn hier bitte ab? Und ja, ich fand es richtig gut. Wie gesagt, denn durch diese ganze Vielfalt, die in diesem Buch drin vorkommt, haben wir natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Charaktere mit ganz, ganz viel verschiedenen Wesenszügen auch. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, also ich kann mich, was die Charaktere betrifft, nicht beschweren. Die fand ich richtig gut. Wie gesagt, bis auf Laurens Naivität streckenweise. Das ging mir auf den Sack, aber das legte sich dann zum Ende in der Geschichte auch hin. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Lauren hier noch für eine Entwicklung durchmacht. Denn da ist mega viel Potenzial jetzt noch, was bei ihr passieren kann, denn durch diese Dinge, die in diesem Buch passieren, erfahren wir ja einiges, also ist da richtig viel Entwicklungspotenzial und ich hoffe, dass die Autorin das auch wirklich aufgreift und ausnutzt und ja, ansonsten kann ich nichts weiter sagen, außer dass mir die Charaktere richtig gut gefallen haben. Ich mochte es sehr, ich mochte die Lykaner, ich fand die Lykaner richtig toll, also Diana und Jared, das sind zwei so coole Charaktere und auch Ivan. Ivan war toll. Was kann man dazu nicht sagen, außer Ivan war toll. Ja, also von den Charakteren her mochte ich es einfach sehr. Was das Worldbuilding betrifft, wie gesagt, bin ich froh, dass hier eine Karte drin ist. Die Karte zeigt uns wunderbar die Welt. Ich zeige sie euch mal. Also es gibt, wie gesagt, in dieser Welt die Gardnerien. Das ist ihr Gebiet. Dann haben wir hier die Lykaner, dann haben wir hier die Elben. Und dann gibt es halt hier dieses Land,
Verpatien, ich weiß immer nicht, wie man das richtig ausspricht. Auf jeden Fall ist Verpatien so quasi neutrales Territorium. Das gehört allen quasi und dort sind alle willkommen und dort wird jeder gleichberechtigt behandelt. Und in Verpatien ist auch diese Universität, auf die Elrond gehen möchte. Und ja, ich, wie gesagt, finde es mega gut, dass hier diese Karte drin ist. Und man hat auch hier Städte eingezeichnet und alles, dass man sich das wirklich gut vorstellen kann und dass man auch mal nachschlagen kann, dass man auch mal gucken kann, okay, wer ist jetzt was und wer gehört wohin und wie und was und wann und wo. Und ja, finde ich richtig gut. Ich liebe Karten in Büchern, das hilft mir ungemein. Ansonsten, was das Worldbuilding betrifft, kann ich mich nicht beschweren, denn durch den detaillierten Schreibstil, den die Autorin hier auch an den Tag legt, kann man sich natürlich viele Sachen richtig gut vorstellen. Also ich hatte weder Probleme, mir die Universität vorzustellen, noch hatte ich Probleme mit den Größenverhältnissen, noch hatte ich Probleme, mir einzelne Szenen vorzustellen. Ich konnte mir die Landschaften gut vorstellen, die Städte, durch die die gereist sind, fand ich auch richtig gut beschrieben. Und ja, also zum Worldbuilding kann ich nur sagen, dass ich richtig gut damit zurechtgekommen bin. Wie gesagt, das lag auch definitiv an der Karte, die vorne drin ist, die hat mir ungemein geholfen. Also zum Worldbuilding kann ich nur sagen, dass es mir richtig gut gefallen hat und dass es aufgrund dieses detailreichen Schreibstils man da wirklich auch keine Probleme hat. Ich komme gleich mal auch noch zum Schreibstil. Der Schreibstil, wie gesagt, ist sehr ausschweifend, sehr allumfassend. Es wird sehr viel beschrieben. Die Szenenbeschreibungen sind auch richtig detailliert. Was die Geschichte einerseits natürlich braucht, was mich als ich mag keine detailreichen Schreibstil-Leser, natürlich streckenweise schon sehr angestrengt hat. Aber ich finde es für diese Geschichte wirklich gut. Denn wie gesagt, durch diese ganzen Dinge, die in diesem Buch passieren, durch diese ganzen Völker und alles, was es in diesem Buch nicht noch gibt, braucht das die Geschichte. Es hat mich persönlich beim Lesen zwar manchmal schon ziemlich genervt, dass das beschrieben wurde und das beschrieben wurde und das beschrieben wurde, aber jetzt zurückblickend betrachtet tut es der Geschichte auf jeden Fall richtig gut und man kann sich die Welt definitiv besser im Kopf auch bauen dadurch. Und ja, also vom Schreibstil her mochte ich es auch. Ansonsten ist es ein lockerer, leichter Jugendschreibstil. Man kommt gut durch das Buch, es lässt sich flüssig lesen. Dieses Buch ist natürlich ein Buch, was sehr, sehr viele Eigenwörter hat und Eigenheiten hat, weswegen man schon mal über den einen oder anderen Satz stolpern kann. Aber das legt sich dann natürlich, sobald man dieses Wort ein, zwei Mal gelesen hat und dieses Wort auch begriffen hat, was dieses Wort bedeutet, dann liest man das so ganz normal mit weg. Also der Schreibstil ist flüssig, man kommt gut durch die Geschichte und ja, ich kann mich da eigentlich nicht weiter beschweren. Auch den Schreibstil mochte ich gerne, auch wenn der wirklich für mich sehr ausschweifend war und ich das eigentlich nicht mag, kommt es der Geschichte aber zugute. Ein Thema, was ich auf jeden Fall noch mit anschneiden möchte, ist das, was in Amerika extrem für Furore gesorgt hat. Und zwar ist es so bei diesem Buch, das hat mir die Jenny vom HarperCollins Verlag auch letztes Jahr zur Buchmesse schon erzählt, dass dieses Buch ziemlich gehypt wurde in Amerika, wo es rausgekommen ist. Und dann hat irgendein Blogger oder irgendein Journalist, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat auf jeden Fall angefangen und hat gesagt, dieses Buch ist komplett rassistisch. Dieses Buch ist voll von Rassismus und Homophobie und hast du nicht gesehen. Und danach wurde dieses Buch komplett zerrissen. Ich möchte es an dieser Stelle einfach nochmal erwähnt haben, weil das wirklich ein großes Thema in dieser Geschichte ist. Und ich finde, dass in diesem Buch schon rassistische Äußerungen fallen und dass auch homophobe Äußerungen fallen. Aber man bedenke bitte, es ist eine Jugend-High-Fantasy-Geschichte. Es ist keine Geschichte, die sich auf unsere Welt in irgendeiner Art und Weise bezieht. Also, man kann jetzt hier natürlich nicht von Rassismus in unserer Welt sprechen. Das ist eine komplette High-Fantasy-Geschichte. Und es ist halt so, dass diese Völker in dieser High-Fantasy-Geschichte sich untereinander überhaupt nicht leiden können. Also die Kelten kommen mit den Elben nicht klar, die kommen mit den Guardian nicht klar, die Guardian kommen mit denen nicht klar. Also die kommen alle untereinander nicht wirklich zurecht, außer die Lykaner. Die Lykaner sind noch am entspanntesten. Und die Völker hassen sich einfach untereinander. Und dadurch ist es natürlich so, dass wenn diese ganzen Völker an dieser Universität aufeinandertreffen, dass die sich natürlich auch nicht gut gesinnt sind immer, ne? Und dadurch kommen natürlich echt krasse Äußerungen und Sprüche, natürlich auch Elrond gegenüber. Und es gibt dann natürlich auch Krieg da so untereinander quasi, unter diesen Völkern. Und es ist aber trotzdem eine High-Fantasy-Geschichte. Und ich finde, hier von Rassismus zu sprechen, ist so ein zweischneidiges Schwert. Denn es gehört einfach zu dieser Geschichte und es gehört einfach zu diesen... Denn es gehört einfach zu diesem Buch da dazu. Es gehört zu der Geschichte dieses Buches. Es gehört zu dieser Vorgeschichte, dieser Völker. Das gehört einfach, dieser ganze Hass, das gehört alles da dazu. Und es ist ja in diesem Buch nicht so, dass ein Volk auf allen anderen rumhakt, sondern die hassen sich ja alle. Und ich finde, natürlich fallen rassistische Äußerungen von dem einen Volk dem anderen Volk gegenüber, aber
es ist eine Jugendhigh-Fantasy-Geschichte. Und ich würde da jetzt auf diesem schwachsinnigen Thema nicht so mega drauf rumhacken. Denn, wie gesagt, diese Völker untereinander hassen sich nun mal. Und dass da nun mal Sprüche kommen und Spitzen kommen und bescheidene Aussagen kommen, das ist irgendwie klar. Und auch diese eine Sache, was halt gegen Schwule ist in dieser Geschichte, es ist sehr, sehr unglücklich ausgedrückt und das ist eine sehr, sehr unglückliche Situation in diesem Buch. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, hat die Person, die das sagt, eigentlich nur Angst um diese andere Person, dass das rauskommt, denn in der Welt, in der die leben, ist das verboten. Da darf es sowas nicht geben. Und natürlich macht die Person da eine unpassende Äußerung da dazu, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, das hast du jetzt nicht gerade wirklich gesagt. Aber das geht dann wieder mit dem Charakter dieser Person einher, wo man sich dann fragt, ja gut, diese Person kennt das halt einfach nicht, die weiß damit nicht umzugehen und ist halt in dieser Welt einfach mal verboten. Und ich finde halt, darauf rumzuhacken, dass dieses Buch voll von Rassismus und Homophobie ist, finde ich totaler Schwachsinn. Und das ist eine Jugendhigh-Fantasy-Geschichte und dessen sollten wir uns vor Augen halten. Also, ich sage es mal so, wer große Probleme mit sowas hat, lass die Finger von der Geschichte, denn es ist wirklich sehr, sehr häufig in diesem Buch, dass das drin vorkommt. Dass halt Äußerungen fallen und dass halt aufeinander rumgehackt wird und dass das halt alles nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ich würde euch wirklich bitten, Leute, geht da nicht mit zu viel Ernst an die Geschichte ran. Es ist eine Jugendhigh-Fantasy-Geschichte und es ist einfach so, dass diese Völker sich untereinander hassen und dass sie sich gegenseitig untereinander nur mal dumm machen. Das ist halt ganz normal. Und dass sie sich halt nicht alle lieb haben und das Leben ist ein Ponyhof, ist auch klar. Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei manchen Äußerungen auch erstmal geschluckt habe und gedacht habe, ui, what the f***, krass, aber es bezieht sich ja auf nichts, was es wirklich gibt. Deswegen finde ich, es ist so ein zweischneidiges Schwert, darauf herumzuhacken. Sicherlich, es ist nicht schön, aber es ist eine Jugendhigh-Fantasy-Geschichte und man sollte dem Ganzen nicht so viel Gewicht beimessen. Das ist meine Meinung dazu. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, außer es ist eine Jugendhigh-Fantasy-Geschichte. Es kommen rassistische Äußerungen in diesem Buch. Schließlich gibt es zu sagen, ich habe damit in diesem Buch keine Probleme, denn es ist eine komplett erfundene Geschichte in einer komplett erfundenen Welt mit komplett erfundenen Völkern, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Diese Völker hassen sich nun mal alle untereinander und dann ist das halt so, dass sie halt gegenseitig rassistische Äußerungen machen. Aber alle Menschen, die sehr empfindlich auf so ein Thema reagieren, sollten dieses Buch dann vielleicht lieber nicht lesen. Deswegen wollte ich es an dieser Stelle einfach mal erwähnt haben. So viel zu Die schwarze Zauberin. Kommen wir zu meinem zweiten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar war das diese Schätzchen hier, Die Legende der vier Königreiche vereint. Das ist der zweite Teil zu Die Legende der vier Königreiche ungekrönt von Amy Tintera. Und ich muss sagen, ich habe den ersten Teil schon mega gefeiert, wo der rauskam. Und auch der zweite Teil war wieder richtig gut. Ich habe ja gedacht, dass das eine Dilogie ist. Aber nein, es ist mindestens eine Trilogie. Also ich glaube, es ist eine Trilogie. Der dritte Teil kommt nächstes Jahr im Februar erst raus, was ich sehr, sehr schade finde. Denn der zweite Teil hat mir wieder richtig gut gefallen und das Ende war wieder so ein mega fieses Ende, wo du dir fragst, oh mein Gott, was passiert im dritten Teil? Was geht hier bitte ab? Ich würde das Ganze jetzt wieder so machen, da der zweite Teil direkt an den ersten anknüpft. Würde ich euch nochmal ganz kurz die Inhaltsangabe vom ersten Teil geben, dass ihr wisst, worum es geht. Dann würde ich euch sagen, wie mir die zwei Bücher im Groben und Ganzen gefallen haben. Und dann komme ich nochmal auf den zweiten Teil zu sprechen. Da gebe ich dann aber vorher nochmal eine Spoilerwarnung raus. Und das dann bitte nur gucken, wenn ihr euch entweder spoilern lassen wollt oder wenn ihr den ersten Teil schon gelesen habt, denn sonst ist das ja doof. Deswegen erkläre ich euch jetzt erstmal, worum es in Die Legende der vier Königreiche eigentlich geht. Im ersten Teil zu Die Legende der vier Königreiche lernen wir unsere Protagonistin Emmalina kennen und Emmalinas Volk ist quasi vernichtet worden. Und Emmalina ist nicht einfach nur irgendjemand, sondern sie ist quasi die Thronerbin. Da sie aber unbegabt ist und keine besonderen Fähigkeiten hat, wurde sie von ihrem Volk als Königin nicht anerkannt und so muss Emmalina versuchen, ihre Schwester zu befreien. Da sie rechtmäßige Thronerbin dann ist. Denn ihre Schwester hat besondere Fähigkeiten, die auch ihr Volk auszeichnet. Es gibt zum einen den einen Teil, der kann zum Beispiel die Elemente kontrollieren, der andere kann Körper kontrollieren und da gibt es halt verschiedene Abstufungen auch und in der Stärke auch. Und ja, es ist aber halt im Großen und Ganzen so, dass das Volk von Emmalina bestimmte Fähigkeiten hat, sie aber halt unbegabt ist und keine besonderen Fähigkeiten hat und deswegen als Thronerbe nicht anerkannt wurde. Und so versucht Emmalina ihre Schwester
vom Königreich Lera, was die Ruinen angegriffen hat, zu befreien. Und Ermaline hat einen Plan und zwar sieht er vor, die Verlobte des Prinzen von Lera umzubringen und deren Stelle einzunehmen, um halt quasi sich in das Königreich Lera zu infiltrieren und von innen heraus quasi alles zu zerstören und die Familie zu ermorden, um halt ihre Schwester auch befreien zu können. Und im ersten Teil geht es quasi darum, ob der Plan von Ermaline gelingt oder halt auch nicht. Das ist im ersten Teil aber gar nicht alles so einfach, denn Ermaline lernt Kass kennen und Kass ist quasi die Abkürzung für Kasimir und er ist der Prinz des Landes und Ermaline merkt sehr, sehr schnell, dass er ganz, ganz anders ist wie sein Vater und ja, dadurch entwickeln sich Komplikationen in der Geschichte und dann geht es darum, was passiert jetzt am Ende? Wird sie ihre Rache trotzdem vollziehen? Ich muss sagen, dass mir der erste Teil damals richtig gut gefallen hat. Ich mochte die Handlung, ich mochte die Brutalität in der Geschichte. Ich fand die Charaktere ganz, ganz toll. Ich mochte Ermaline von der ersten Seite an. Ich mochte Kass total. Ich mochte die ganzen Nebencharaktere alle. Ich fand die Welt, in der das gespielt hat, richtig gut. Das Einzige, was ich hier vermisse, ist eine Karte. Ich hätte so gerne eine Karte in dieser Geschichte gehabt, dass ich einfach mir besser vorstellen kann, wo diese vier Königreiche liegen. Denn das hat schon noch eine wichtige Rolle in der Geschichte, denn die reisen durch diese ganzen Königreiche und irgendwann verliert man einfach den Überblick, welches Königreich jetzt genau wo lag und wie die Grenzen verlaufen. Deswegen hätte ich mir hier eine Karte gewünscht, aber na gut, eine Karte ist nicht drin, muss man halt so irgendwie gucken, dass man klarkommt. Und damit hatte ich halt auch so wieder so ein bisschen meine Schwierigkeiten beim Worldbuilding. Ansonsten hat mir der Schreibstil von Amy Tintero am ersten Teil richtig gut gefallen. Das ist ein lockerer, leichter Jugendschreibstil und das Buch geht super von der Hand und wie gesagt, ich fand den ersten Teil richtig gut. Ich fand die Geschichte rund um Ermaline ganz, ganz toll und war dann auch mega gespannt auf den zweiten Teil. Und ja, ich komme jetzt mal zum zweiten Teil und sage euch, wie der mir gefallen. Der zweite Teil, die Legende der vier Könige, der zweite Teil heißt Vereint. Und ich muss sagen, dass der zweite Teil sehr ruhig gestartet ist. So die ersten 50, 60 Seiten waren recht ruhig und man hat erstmal in die Geschichte gut zurückfinden können. Man hat alles nochmal Revue passieren können. Man hat sich zurückerinnern können, was im ersten Teil eigentlich passiert ist. Und dann nahm die Geschichte Fahrt auf und dieses Buch war zum Ende hin wirklich nur so, oh mein Gott, was geht hier ab? Die ist bitte, wie krass ist diese Person bitte drauf? Und du denkst ja die ganze Zeit nur, oh mein Gott. Was geht hier ab? Das ist wirklich in dem zweiten Teil, die Geschichte, die geht wirklich ganz langsam los, dann geht die richtig ab und alter Falter, ich habe echt gedacht, hier, was geht hier ab zum Ende hin? Alter, ich dachte echt, was ist hier bitte los? Was geht hier ab? Also von der Handlung her, von der Spannung her, von der Action her kann ich mich echt nicht beschweren. Der zweite Teil war einfach, was das betrifft, richtig gut. Es war hier wieder sehr, sehr viel Mord und Totschlag im zweiten Teil, das muss ich dazu sagen. Und es war auch wieder eine gewisse Brutalität in dem Buch an den Tag gelegt, was ich aber richtig gut fand. Und es passt zur Geschichte und es passt zu dem Volk und es passt zu den Charakteren. Und ich mochte das total. Also ich fand die Handlung vom zweiten Teil einfach wieder richtig gut. Und dafür, dass es ein Übergangsteil ist quasi, also ne, ein zweiter Teil, fand ich auch die Storyline richtig gut. Ich fand gut, wie das Ganze sich entwickelt hat. Ich bin jetzt richtig gespannt auf den dritten Teil, denn das Ende war wieder so mega fies. War wieder so ein richtig schönes, offenes Ende. Jetzt nicht mit einem mega fiesen Cliffhanger. Also man ist jetzt hier nicht in der Luft gehangen. Also man wurde jetzt hier nicht zurückgelassen und hat keine Ahnung. Sondern man fragt sich jetzt einfach, wie sich die Geschichte im dritten Teil wohl weiterentwickeln wird und was wohl noch passieren wird und ob man es schaffen wird, die Entwicklungen, die sich im zweiten Teil herauskristallisiert haben, ob man es schaffen wird, damit umzugehen und die zu bewältigen. Und das fand ich richtig gut. Also von der Handlung her hat mir der zweite Teil wieder richtig gut gefallen. Ich fand es einfach ganz, ganz toll. I like. Und ich bin jetzt richtig gespannt auf den dritten Teil, der ja leider erst nächstes Jahr im Februar rauskommt. Aber ich bin mega gespannt auf das Ende. Wie gesagt, der zweite Teil von der Spannung her ging echt ganz langsam los und dann ging die ab durch die Decke und ich dachte mir so, oh mein Gott, was passiert jetzt noch? Und dann so, und dann so, und dann so, und dann so, was? Das war wirklich so krass, das war echt heftig, was im zweiten Teil abgegangen ist. Was die Charaktere betrifft, fand ich die auch wieder richtig gut. Ich finde Ermaline als Protagonistin der Geschichte ganz, ganz toll. Sie trägt die Geschichte ganz, ganz toll. Was Kass angeht, im zweiten Teil fand ich ihn auch wieder gut. Also ich mochte ihn auf jeden Fall wieder total. Ich hatte nur so hier und da so meine Probleme mit ihm. Er war streckenweise ein ganz schöner Weichkeks, gerade so am Anfang in der Geschichte. Gut, er hatte einiges zu verdauen, aber er hat halt so von seinen Charakterzügen her, hat das irgendwie für mich mit dem ersten Teil nicht mehr so ganz gepasst. Denn im ersten Teil war er dann schon richtig stark und hat auch das getan, was getan werden musste. Und im zweiten Teil war er dann auf einmal so ein Weichkeks.
und wollte alles hinschmeißen und hatte keinen Bock mehr. Und du hast ja dann so gedacht so, what the fuck, was ist mit dem passiert? Und es ging dann irgendwann wieder und dann hat er sich Emmalina total gegenüber manchmal so assihaft verhalten, wo ich mir dachte so, was machst du denn? Warum bist du so? Warum? Das ist völlig unnötig. Da fand ich ihn doof, aber ansonsten fand ich ihn gut. Also im Großen und Ganzen mochte ich Cass als Charakter auch wieder sehr, aber er hatte halt hier so da so seine Anwandlung, wo ich echt dachte so, Junge, 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 links und rechts eine Batschen, dass er wieder gerade läuft. Naja, aber ansonsten mochte ich ihn. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Olivia, die Schwester von Emmalina, die ist richtig krass drauf, Leute. Die ist so heftig. Alter, die ist schon echt ein Psycho. Also das kannst du nicht anders sagen, die ist voll der Psychopath. Aber die bringt halt echt diese gewisse Würze in die Geschichte. Denn ohne Psycho Olivia wäre das Ganze schon wieder recht langweilig. Weil die echt so abgefahren ist. Das ist so heftig, ey. Alter, was die da in dem Buch veranstaltet, ist so krass, ey. Das ist so krass. Ich habe echt nur teilweise gedacht, was macht die denn? Ach du Scheiße. Ansonsten, was die Nebencharaktere so in der Geschichte betrifft, fand ich auch richtig gut. Die haben mir auch alle sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch, dass die Charaktere, die wir aus dem ersten Teil schon kennen, sich gut in den zweiten Teil integriert haben und sich auch ein Stück weiterentwickelt haben. Jeder hatte so sein Päckchen zu tragen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, was die Charaktere betrifft, kann ich mich echt nicht beschweren. Fand ich richtig, richtig gut. Und ja, ich bin echt, was Olivia betrifft, auf den dritten Teil gespannt. Denn wie gesagt, die ist so psycho, die Braut. Alter Falter. Das ist so krass, aber das ist echt so das, was so das gewisse etwas in die Geschichte bringt. Ja, das Worldbuilding ist wie beim ersten Teil auch nicht so einfach gewesen für mich. Denn wie gesagt, ich hätte hier echt gerne eine Karte gehabt. Denn wie gesagt, gerade wenn die sich bewegt haben von Königreich zu Königreich, dann war das schon ein bisschen schwierig für mich, das Ganze nachzuvollziehen. Es stand noch zwar immer da, sie ziehen nach Süden, sie ziehen nach Osten, sie ziehen nach Norden, sie ziehen nach Westen. Da hast du so die grobe Richtung, aber so richtig, wo die jetzt hingezogen sind, weißt du dann auch nicht. Das ist jetzt nicht so mega schlimm gewesen. Das hat mich jetzt auch beim Lesen nicht irritiert oder irgendwas, aber ich hätte es einfach so für mich im Nachgang gerne mal so gesehen. So, einfach so für mich halt. Ansonsten hat mir das Worldbuilding gut gefallen. Ansonsten kann ich zu Worldbuilding auch nichts Schlechtes sagen. Wir haben ja so eine typische mittelalterliche High-Fantasy-Welt. Ich fand das gut. Ich finde es auch gut, wie beschrieben wurde, wie die Königreiche untereinander sich unterscheiden. Und ja, also ich fand das Worldbuilding im Großen und Ganzen super. Also auch die Szenenbeschreibungen haben mir gut gefallen. Ich kam super damit zurecht. Und ich hatte ansonsten auch mit der Welt keine Probleme weiter, außer halt, wie gesagt, dass ich gern mal gewusst hätte, wie die wo sind. Aber das ist halt wieder so mein persönliches Ding. Aber ansonsten, Worldbuilding hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was den Schreibstil von Amy Tintara betrifft, kann ich mich auch im zweiten Teil wieder nicht beklagen. Ich bin super flüssig durch das Buch gekommen. Ich bin echt durch die Seiten geflogen. Und das ist ein schöner, lockerer, leichter Jugendschreibstil. Er ist sehr, sehr actionreich. Recht brutal an manchen Stellen, aber auch ein bisschen romantisch und ich fand die Mischung einfach gut und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, kann ich mich echt nicht beschweren. Amy Tintara schreibt echt richtig cool und wie gesagt, durch diese gewisse Brutalität, die in dieser Geschichte an den Tag gelegt wird, fand ich das auch richtig gut. Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir der zweite Teil auch wieder richtig gut gefallen hat. Der steht dem ersten im Nichts nach. Ich fand die Entwicklung der Geschichte richtig gut. Ich fand die Entwicklung der Charaktere ganz, ganz toll. Ich fand die Spannung in der Geschichte wieder richtig gut. Ich fand die Intrigen, die in dieser Geschichte gesponnen wurden, richtig gut. Ich fand da, also ich fand es einfach ganz, ganz toll, denn hier wurden Bündnisse eingegangen und dann haben die hintergangen und dann haben die da betrogen und das war richtig gut gemacht und das mochte ich auf jeden Fall sehr. Und ja, wie gesagt, der zweite Teil steht dem ersten nichts nach und konnte mich auch wieder total begeistern. Ich feiere Emmalina total als Protagonistin in dieser Geschichte und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Und ja, jetzt wollte ich nochmal kurz zum nicht-spoilerfreien Teil kommen, die das Buch schon gelesen haben, denn ich möchte einfach gerne noch zwei, drei Sachen zu dieser Geschichte erzählen, denn es ist einfach so heftig. Und ja, ihr seid hiermit gewarnt. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand Olivia in diesem Buch als Charakter mega. Ich habe schon am Ende vom ersten Teil gedacht, alter Falter, wie ist die denn drauf? Und die hat sich ja jetzt so richtig rauskristallisiert, dass die schon so ein richtiger Psycho ist. Also wirklich für mich ist die ein übelster Psycho. Mockst die einfach mal die ganzen Leute ab. Und wie auch noch, alter, das ist so heftig, ne? Also Olivia ist echt ein richtig krasser Charakter, aber sie bringt echt das gewisse Etwas, finde ich, in die Geschichte. Und ja, ich muss sagen, dass mir die Entwicklung der Geschichte richtig gut gefallen hat. Ich fand es gut, dass die am Anfang nach Hause zurückgegangen sind und dass sie versucht haben, sich irgendwie ihre Existenz wieder aufzubauen.
Und dass sie sich dann gewehrt haben, wo, wie sie noch gleich Jovita angegriffen hat, war ja auch sowas von klar. Und dass die Jovita abmoxen will, ist auch klar. Und dass M sich Sorgen um Cass gemacht hat, war ja auch richtig klar. Also ich konnte den Verlauf der Geschichte auch wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich konnte auch nachvollziehen, warum die so gehandelt haben. Also ich hätte das genauso gemacht. Also ich fand dann das richtig gut und auch gut begründet alles und auch gut durchdacht. Also ich habe hier auch in dem Buch nicht wirklich Logikfehler oder irgendwas feststellen können. Das war auch im ersten Teil schon so, dass ich eigentlich hier keine Probleme mit irgendwas hatte. Also ich fand es gut. Ich mochte es wieder. Und ich muss auch sagen, dass ich das gut fand mit dem Verrat von den, wie hießen die, den Kriegern. Ich weiß gerade nicht mehr, Olsos? Oslos? Ich weiß gerade nicht mehr, wie dieses Volk genau heißt. Also das fand ich ja auch gut, ne? Dass dieser Verrat dann noch gekommen ist. Das hat dann nochmal so eine richtig coole Wendung in die Geschichte reingebracht. Und dass Olivia dann dahin ist und das ganze Volk dort abgemurkst hat. Alter, war das nicht heftig? Boah, war das krass, ne? Geht die dahin und macht die alle platt. Alter, Alter. Das war echt krank. Also, Alter, ich meine, ich kann es verstehen, dass sie ihre Schwester befreien wollte, die ja da entführt worden ist. Aber dass sie die alle kalt macht, ne, das ist schon heftig. Ich meine, Emelina hat sie gewarnt und hat gesagt, lasst mich frei, meine Schwester bringt euch alle um. Wenn sie nicht auf sie hören, selber schuld. Aber Olivia ist da echt Psycho, ne? Also ich werde über die nicht mehr fertig. Alter! Ja, aber ansonsten kann ich sagen, wie gesagt, dass ich diese Wendung auch richtig gut finde. Dass sie von denen hintergangen wurden und dass sie sich da nochmal wehren mussten und da nochmal kämpfen mussten und sich am Ende dann doch wieder mit Lehra zusammentut, die eigentlich ja für die Ausrottung zuständig sind. Und Alter, ich fand das einfach nur ganz, ganz toll gemacht. Und ich finde, die Autorin hat sich da echt was Gutes ausgedacht. Und ich muss auch sagen, dass mir die Liebesgeschichte in dem Buch richtig gut gefällt. Ich fand es zwar doof, dass Cass an manchen Stellen so doof reagiert hat, wo sie halt überlegt hatte, diesen August zu heiraten. Aber einerseits kann ich ihn verstehen, er ist natürlich total angepisst, ne? Weil er sie ja eigentlich nicht haben kann und sie dann einen anderen heiraten will eventuell. Aber dass er sie dann so doof behandelt hat, das fand ich schon doof. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Entwicklung der Liebesgeschichte auch gut. Also ich finde es jetzt auch gerade gut, dass er am Ende seinen Mann steht, auch wenn er dafür nochmal den Kopf gewaschen kriegen musste. Und dass er jetzt um M kämpfen will, das finde ich auch gut. Und ich fände es wirklich cool, wenn am Ende der Geschichte stehen würde, dass die beiden halt zusammenkommen, dass die heiraten und die dann gemeinsam über alles herrschen. Das wäre so mein Ende, dass die anderen zwei Völker platt machen und dann zusammen mit den Ruinet und Lehra, die herrschen dann über alles. Das wäre so mein Wunschende. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, denn die Follows da unten, wo die ja die Prinzessin abgemoxt hat, die weiß nicht, ob die überhaupt noch eine Rolle so weiter mitspielen in der Geschichte. Lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß ja nicht, ob mit diesen Olso-Kriegern noch was kommen wird, aber wahrscheinlich, weil die müssen ja die Iria noch befreien, die sie ja wieder entführt haben. Das wird der Dings da, Bumster, ich komme gerade auf seinen Namen, nicht Arin, nicht auf sich sitzen lassen, dass sie seine Ische da entführt haben. Das fand ich auch irgendwie echt blöd. Ich habe am Ende gedacht, boah, warum müssen die denn jetzt wegschleppen? Das ist doch scheiße. Und ja, ich meine, klar, das bringt dann für den dritten Teil nochmal so ein Ding mit rein, aber ich fand das voll blöd. Ich möchte, dass Arin glücklich wird. Und der tat mir auch voll leid, wo die Olivia anfing, ja, du wirst jetzt mich heiraten. Und er doch eigentlich keinen Bock hat. Ich meine, wer möchte so eine Psychobraut heiraten? Keiner. Ich finde, da steckt noch richtig viel Potenzial in der Geschichte. Und es ist durch das Ende und durch den Verlauf und die Entwicklung im zweiten Teil ist noch so viel offen. Und es kann so viel passieren. Und ach ja, ich freue mich einfach. Ich finde die Geschichte ganz, ganz toll. Und mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass ich den zweiten Teil liebe und total mochte. Und ja, ich finde, dass man das unbedingt lesen sollte. Und ansonsten höre ich jetzt auf mit diesem Gelaber, sonst werde ich hier wieder Stunden um Stunden nicht fertig. Ich bedanke mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.